Im September 2011 fand im Musischen Zentrum der Ruhr-Universität Bochum ein etwas anderes Austauschprogramm statt. Für eine Woche waren Studenten aus Krakau zu Besuch, um mit Studierenden der Ruhr-Universität ein Theaterstück zu entwickeln. Dieses wurde dann nach nur 5 Tagen gemeinsamer Proben vor Publikum aufgeführt. Regisseur Niklas Füllner war schon öfter an derartigen Projekten beteiligt und kennt die Idee, die hinter ihnen steckt. Die Idee war dann eben, dass als Mittel, um die Menschen zusammenzubringen, eine Theateraufführung, ein Theaterprojekt zu nehmen, wo die Leute miteinander arbeiten müssen. Zwar sprechen sie auf der Bühne in ihrer Sprache, aber untereinander bei der Arbeit wird Englisch gesprochen, sozusagen als Vermittlungssprache. Die Idee ist auch, dass immer Deutsche und Polen in jeder Szene zusammenspielen. Das heißt, sie lernen sich kennen, sie arbeiten zusammen. Also das Ganze ist eigentlich auch eine theaterpädagogische Maßnahme. Hauptdarsteller Christopher Schmidt war zum ersten Mal bei einem solchen Projekt dabei und ist von der Zusammenarbeit begeistert gewesen. Es war unglaublich spannend, cool mit Leuten im Theater zu spielen, die nicht die eigene Sprache sprechen und dann zu versuchen, mit denen gemeinsam Szenen zu entwickeln. Und darüber hinaus die Kommunikation, die dann meistens irgendwie auf Englisch stattfand oder mit Körpersprache, das war schon verrückt. Ich heiße Piotrek. Ich komme aus Polen. Ich habe 20 Jahre alt. 22 Jahre alt. Entschuldigung. Also, ich bin sehr gefreut, dass ich bin jetzt in Deutschland. Und ich habe viele Freunde hier. Kai, Benedikt, Aisha, Tobias und alle Personen in die Bochum. Das Stück selbst trug den Titel Kopalnia, das Bergwerk, und handelte von Themen, die sowohl in Polen als auch im Ruhrgebiet bekannt sind. In dem Stück geht es um eine Stadt, in der früher ein Bergwerk war, also das ist eigentlich eine sehr ähnliche Stadt wie Bochum zum Beispiel. Das Bergwerk wurde schon vor längerer Zeit geschlossen. Das Bergwerk war der Mittelpunkt der Stadt. Das ganze Leben der Stadt war auf dieses Bergwerk ausgerichtet. Alle haben da gearbeitet. Und seitdem das Bergwerk geschlossen ist, sind alle arbeitslos, hängen rum, saufen, träumen von der Vergangenheit. Sperr mir das Bergwerk wieder auf der Stelle, habe ich gesagt! Das sage ich zu Frau im Künstler, ich beleidige. Nach der Aufführung in Bochum hieß es dann für die deutschen Studenten auf nach Krakau, denn auch dort sollte das Stück aufgeführt werden. War es so, dass wir alle zusammen unter einem Dach gelebt haben. Das heißt, dass es da einfach auch mehr Kontakt gab und mehr Spaß zusammen. Und das war für die Gruppendynamik ganz gut und ganz wichtig. Dadurch, dass wir das Stück schon fertig hatten und es hier schon aufgeführt haben, mehr Freizeit. Wir konnten also mehr Ausflüge machen und uns mehr von der Stadt ansehen, als die Krakauer das dann hier bei uns in Bochum tun konnten. Das war sehr schön und das Allerbeste in Krakau war das Essen. Und so entstand während des 2-wöchigen Projektes nicht nur ein bilinguales Theaterstück. Durch gemeinsame Kochabende und Ausflüge lernten die Studenten beider Nationen die Kultur des anderen Landes kennen. Darüber hinaus wurden Freundschaften geschlossen, weshalb am Ende des Projektes nicht nur auf die erfolgreichen Aufführungen angestoßen wurde,